So, sehr schön. Was schießt denn da auf mich? Ich verstehe es gerade nicht. Na egal. Ah, Kirchenmucke. Geil. So, machen wir das hier. Der Bomber kann dann das hier versuchen. Das Spionageflugzeug kann man hier oben hin. So, sehr schön. Ja, sollen die versuchen. Die sind eh schon angekratzt, ja. Seht ihr das? Zack, weg damit. So. Ja, das trifft sogar. Geil. Aber es macht nicht viel Damage. So. Luftwaffe, los. So. Und die restliche Luftwaffe kann auch da oben mit drauf. Ja. So. Mach den scheiß Bunker weg. So, und die... Weitermachen, Hubschrauber. Weitermachen. Die Kirchenmucke, ja. Guck mal, der Turm. So. Den Bunker wegmachen einfach. Mach den scheiß Bunker weg. Ah, schade. Egal. So, dann. Alles klar, macht ihr aber ein bisschen Stress. So. Oh, darauf habe ich gewartet. Oh. Oh. Oh Mann, ey. So, geht mal da durch. Schau mich, was mich hier die ganze Zeit abschießt. Die U-Boote. Geht mal durch jetzt. So, das war's mit der Flak. Schon mal gut. Machen die jetzt noch den, das Ding da im Arsch. Aha, ein Schlachtkreuzer. Ja dann, auf ihn mit Gebrüll. Wow, was? Oh, Turm! Um Gottes Willen, was? Oh Gott. Das könnte der Turm sein, ne? Es hätte der Turm sein können, ja. So, alles klar. Sehr schön, dann ist die Insel schon mal befreit. Ah. So. Ne, die Hubschrauber, die können mal das hier platt machen. So. So. Und da, dann direkt da drauf, genau. Hallo? Ah, ihr habt nichts mehr. Sehr schön. Na dann. Was? Okay. So, dann. Wie geht's weiter? Was ist das? Was? Was soll das denn? Wieso kommt der da einfach durch, ey? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Aber wo sind die Hubschrauber? Verdammt, ich hab die da hinten hingeschickt, ne? Ich habe jetzt hier unten natürlich auch... Hä? Ah, ich hab... Ah, die Kohle ist weg. Ja, okay. Ja, sehr geil. Geiles Timing. So, mach den mal weg hier. Mach die Kacke mal weg. Sehr, sehr schön. Oh, Gott sei Dank. Die Kacke ist weg. Habe ich nicht gesehen. Nein, habe ich nicht gesehen. So. Alles klar. Dann weiter vorkämpfen. Oh, nee. Nein. Ja gut, dann war es das jetzt mit den U-Booten. Lustig, ja. Schaut euch das an. Nein, nein, ja. So. Ja, alles gut, ja. Okay. Gut. Raketenwerfer. So. U-Boot-Werften. Doof. So. Dann. Alles klar. Geile Mucke. Was? Ah, das Minigun. Okay. So. Dann wieder zwei U-Boot-Werften. Raketenwerfer. So. Macht ihr euch mal auf den Weg. Meine geile Luftwaffe hier. So. Noch einen Raketenwerfer und dann gehe ich mal mit den Einheiten los. So. Warte mal, ich habe doch ein Spionageflugzeug, ne? Ja. Kann ich auch hier erforschen mal. Na, lass die Hubschrauber das erstmal machen. Ah, okay. Ja, easy. Easy für die Hubschrauber. So, währenddessen mal hier. Und hier auch. So. Es könnte sein, dass hier vermint ist. Das traue ich denen sogar wirklich mal wieder zu. So, einfach hier oben durchkämpfen. Oh, die
Die drehen immer irgendwelche Kreise, ey. Die Hubschrauber. Das ist der einzige Nachteil. Egal, das schafft ihr, komm. Lauf da mal drüber und guck mal, ob da Minen sind. Nee, es ist doch nicht vermint, okay. So. Stück für Stück. Oh, was ist denn hier los? Hier sind neue gekommen. Okay. Oh, nee. Das ist doof. Das ist doof. Ja. Scheiß, kriegt er genau in dem Moment Verstärkung, ey. Das ist ja wohl unfassbar. So. Dann würde ich mal sagen, Freunde, geht's los. Der Showdown von Command & Conquer, Alarmstufe Rot 1. Er beginnt. So. Team 1. Los. Bringt das was? Ja, ich glaube schon. Ah ne, warte mal. Team 2 mal oben, da oben drauf. Und die Hubschrauber hier drauf. Genau. Weil der nervt richtig, der Schlachtkreuzer. So. Ich fürchte zwar, meine Mix zu verlieren, aber... Ah, sehr schön. So. Keine Flachs. Sehr gut. Oder doch? Doch Flachs. Ja gut, dann mach halt hier. So, und weg damit. Sehr gut. Alles klar. So. 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 Vorwärts. Rote Armee. Vorwärts. Genau das, ja. Zack. Huh? Der hat überlebt. Okay. So. Weg. Tschüss. So. Die Hubschrauber können nochmal hier hin. So, dann lass mal die Luftwaffe die Arbeit machen. Zumindest kann man hier hin. So, dann hier, zack. So. Oh, yo, klar. Neue MiG. Neue MiG. Da. Und das hier, macht das mal weg. Das schaffen die nicht, oder was? Doch. Doch. Sehr geil. Okay, dann. Alles klar, Freunde. Der finale Showdown beginnt. Erstmal hier auf die andere Basis. Das ist schon wieder so ein mieser Schlachtkreuzer. Der hat alles mit Schlachtkreuzern zugepflastert hier. Mensch. Das trifft sogar geil. Sehr nice, ja. Hallo? Bewegt euch mal. Raketenwerfer. Ja. Sehr schön. Oh Gott. Ah, scheiße. Na gut. Ja, super. Danke. Zack. So, Raketenwerfer, jetzt schießt mal. Mach den mal weg. So, alles klar. Sehr gut. So, auf den Hubschrauber. So, alles klar, sehr schön. Dann. Team 2, Team 3. So. Sehr gut. Haben wir das hier schon mal erledigt. Alles klar. Sehr geil. Dann, haltet ihr mal ein bisschen auf hier. So. So. Macht ihr das mal im Arsch, ja. Das muss nicht sein, da. Die Hubschrauber können den Bau auf Platt machen. So, weg damit. Verdammte Scheiße. So, weg damit. Nur noch 4 Hubschrauber, okay? So, dann das hier so. Ah, verdammt. Ich brauche noch ein paar Hubschrauber, hä? Aber ich habe keine Kohle mehr langsam. Sammler. Sammler, sammelt doch einfach das hier ein oder so. Ja. So. Ja, klar. Natürlich. So, okay. Dann, Freunde, würde ich sagen, beginnt wirklich jetzt der Angriff auf die letzte Basis von dem. Nämlich die da oben. Da ist noch nicht mal so viel drin, glaube ich. Da ist noch nicht mal so viel drin. So, die einzelnen Soldaten nehme ich auch mit. Das muss ja alles komplett sein, ne? Hat der noch die Spawner? Wahrscheinlich, ja. So. Sammel. Alles klar. Sehr schön, weil ich brauche noch ein paar Hubschrauber gleich. 3 Stück, um genau zu sein. Die MiGs sind noch einigermaßen vollständig, aber alle kaputt. Oh Mann. Soll ich das machen? Ich glaube, ich hole dir das Geld da auf der Insel. Weil hier ist nämlich noch so eine kleine Insel voll mit Ressourcen. Aber was mache ich, wenn das hier nicht ausreichen sollte?
So, aber jetzt geht's doch definitiv mal los. So, hier die Schiffe, die sind eigentlich fast alle weg. Deswegen, also das sollte jetzt eigentlich klappen. Wie lange nehme ich schon auf? Eine Stunde 10, okay. Passt. So, drauf da. Das letzte hier mache ich jetzt nur mit Panzern. Weil ich habe keinen Bock, noch mehr Flugzeuge zu verlieren. Genau, jetzt natürlich, genau dann, wenn ich angreife. Ne? Geiler Spawner, wirklich. Geiler Trigger, wollte ich sagen. Geiler Trigger, ja. So, dann rein hier. Los. Wir beenden gerade das Spiel Command & Conquer, Freunde. Es ist einerseits traurig und andererseits ziemlich geil, dass wir das geschafft haben. So. Alles klar. So, und das ohne Cheats, ja. So, ich habe keine Cheats benutzt. Es gibt auch Cheats für Command & Conquer. Aber, ja. Die benutzt doch kein Mensch, oder? So, wie spät haben wir? 10 vor 5, okay. Ja, mach mal den Hubschrauber platt. So, mach mal den Hubschrauber kalt. Ja, komm, der überlebt das nicht. Ja, sehr schön. So, Schattengenerator weg. So, dann machen wir alles nach und nach im Arsch. Weg damit. So. Mobile Schattengeneratoren, okay. Ja. Freunde. Der letzte Widerstand vor dem sowjetischen Kontinent. Der letzte Alliierte, die letzten alliierten Überreste. So, alles klar. Gut. Radarstörgeräte, alles mögliche hat er hier. Die brauche ich gar nicht. Ja, die brauche ich hier oben noch. Doch, doch. Das da oben ist nämlich abgetrennt. Das ist ja das gemeint. Das ist nochmal abgetrennt. So. Scheiß Raxirus überall, ey. Aber die letzte Mission lief erstaunlich gut, muss ich sagen. Ich hatte da mehr Respekt vor. Ich hatte da viel mehr Respekt vor dieser Mission, ganz einfach. Was ist das für ein Fass da unten? Okay. So. Huss. Na ja, gut. Okay. Spionage. Mach das mal hier oben rein. So. Okay. Ah, die Werft. Moment. Die Werft. Schieß. Sehr schön. Ich brauche einfach die Raketenwerfer drauf zu. So, das war's. Sehr schön. Kommt ihr durch? Ihr kommt durch, gut. Weil falls da noch ein paar Schiffe sind. Ah, direkt weg damit. Und zack, weg. So, die letzten Überreste jetzt hier. Und tschüss. Weg damit. So. Ja, diese ganzen Raxirus da, ne? Das ist halt das Problem. Sonst würde ich auch mit Luftwaffe agieren, aber ich habe echt Schiss vor den Raxirus. Ja, die Mix, die können mal hier reinkommen. So. Und mach mal die Flagge im Arsch, genau. Die Flagge im Arsch machen. Ganz. Was macht der denn? Der rote. Alter, was? Was macht mein Sammler hier? Alter. Ja, da hat man mal gesehen, die. Ah, eine Heilung! Geil! Da hat man mal gesehen, die Sammlermechanik. Die laufen einfach über die ganze Map. Wenn irgendwo Erz ist. Der wollte nämlich, dass sie hinten einsammeln. Krass, ja. So, dann bauen wir ein paar Hubschrauber. Noch die zwei Hubschrauber nachbauen. So, und dann hier zack. Und tschüss. Ja, Freunde. Dieses Spiel hat mich wirklich, warte mal, wann hat es angefangen? Im Juli, glaube ich. Dieses Spiel hat mich wirklich 5 Monate lang unterhalten. Richtig geil, ja. Richtig geil. Command & Conquer. So, weg damit. So. Dann hier oben drauf, bitte. Mach das kaputt jetzt. So. Dann schießt sie mal da drauf. Nein, nein. Ah, doch. Komm. So. Dann. Oh Gott. Oh Mann. Macht ihr mal hier weiter? So. Dann. So. Weiter geht's. Puh. Okay. So. Zack. Zack. Das war's, Freunde. Das war's mit den Alliierten. Europa ist komplett sowjetisch.
krass. Das finde ich gerade echt heftig. So, probier's einfach. So. Schieß doch drauf, Mensch. So, weg damit. So, tschüss. So. Zack, weg mit dem Arzt. So. Dann können wir ja eigentlich hier jetzt die Fallschirmjäger absehen. Nein, der hat Flachs. Warum hat der Flachs? Irgendwo hat der einen Bunker. Oh Mann, ey. Ach, das ist kacke. Okay, dann schießt mal da drauf, wenn ihr könnt. Ja, geil. Okay. Okay, weg damit. So. Können die drei jetzt mal hier weitermachen. So, und tschüss. Was zur Hölle? So. Jetzt noch die letzten Energiereserven. Dafür habe ich ja meine Raketenwerfer. So. Alter. So. Alles klar. Können die Mammutpanzer mal. Ich brauche nur die Raketenwerfer. So. Und die Raketenwerfer. So, die Mammutpanzer können wir jetzt mal hier hinfahren. So. Wieder Kirchenmucke, geil. Okay. So. So, dann, Freunde. Team 3. Oh, dieser Soundtrack. Der passt so mega hierzu. Der passt so geil. Oh, so das letzte jetzt hier, ne? So typisch so, ja, finaler Schlag. Und zack. Und weg damit. Ja. Und weg damit. So, die letzten Überreste jetzt von dem. Zack. Und drauf hier. Genau. Sehr gut. So. Und weiter, weiter. Ah, schade. Egal. So, Raketen. Einfach nur ein bisschen warten, ne? Ja, ein bisschen warten jetzt. Das habe ich gar nicht mehr gebraucht, ne? Nee. Na, ist okay. Komm. So. Ey, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft, ohne Scheiß. Die brauchen halt übelst lange, die Hubschrauber. So. Vielleicht gehen ja nur. Reichen 4 Stück? Gucken wir mal. Ah, leider nicht. Leider nicht. Egal, dann können die Hubschrauber das machen. So, Freunde. Command & Conquer, die Alliierten sind Geschichte. Wir haben es geschafft. Ich tue die Panzer nochmal hier hin. So. Ich speichere das nochmal ab. Unter Mission 14. Ich habe in dem ganzen Angriff nicht gespeichert. Und wenn er jetzt nicht aufgenommen hätte, ne, dann hätte ich geschrien. Das kann man mal so sagen. So, weg. So, die letzten Überreste jetzt hier weg. Und noch einmal. Da haben wir einen geilen Soundeffekt. So. Und das war's. Noch die paar Manneken hier weg. Den letzten Schlag machen die Hubschrauber, ganz klar. Meine Lieblingseinheiten. Und? Yes! Das war's, Freunde. Auch ohne Cutscene jetzt, ja. Auch ohne Cutscene. So. Effizienz wieder 0%, aber das ist mir sowas von scheißegal. Schaut mal, wie viele Einheiten ich platt gemacht habe. Dreimal so viel. Im Gebäude. Genau 20 mal so viel. Genau 100, okay. Ja, korrekt. Freunde. Genießt die letzte Cutscene. Amazing, these English, how quickly they adapt. They must truly have been crying out for our victory. They have abandoned their old rulers faster than rats leading a sinking ship. We have done what no one else has dared.
The Soviet Union stretches across the entire continent. We have liberated Europe at last. It's time to celebrate. Indeed, I want to. Tea? Well, why not? When in Rome? Excellent. General, you have covered yourself in great honor. I will see to it personally that you are very well taken care of. Nadia, this tea is truly excellent. Thank you. I prepared it myself. Poison, you bitch. Never touch me with your filthy hands again! Well, General, this temporary chaos in Europe will only help to fuel the Brotherhood's cause. For centuries we have waited to emerge from the shadows, and now we will make ourselves known. And Cain went out from the presence of the Lord and took up residence in the land of Nod. You have done well to serve us, and for that, you should be rewarded. We estimate that the Brotherhood will tire of the USSR in the early 1990s. Until then, you will keep the peace. Fight our battles where you must, and you'll remain our loyal and obedient servant. For the foreseeable future. The foreseeable future. Comrade Chairman, I am the future. Hahaha, Freunde. Genau, oh. Ein Grafikbug. Das tut mir leid, Freunde. Das tut mir leid. Schade, normalerweise kommen da noch so ein paar Bilder im Hintergrund. Naja, wie gesagt, aber geile Cutscene, wie gesagt. Und ja, Bruderschaft von Nod ist in dieser Cutscene entstanden, beziehungsweise auferstanden. Und ja, der Zerfall der Sowjetunion hat sich verfinalisiert. Cain ist jetzt alleine da und hat quasi hinterm Rücken alle nach und nach ja, exekutieren lassen. Und ja, das finde ich sehr krass. Und ein Satz von der Nadja, dieses "We will resurrect now" oder irgendwie so, das erinnert mich an den Tiberium-Konflikt, an einen Soundtrack. Der hat diesen Satz in einem Lied gehabt. Finde ich sehr krass auf jeden Fall, und das lässt doch darauf schließen, dass eigentlich dieses Sprachsample von der Nadja vor dem Tiberium-Konflikt entstanden ist. Lässt jetzt eine Menge Spielraum, aber ja. Besonderer Dank an Daniel Woodyard, Rosemary Dalton und alle Virgins in Europa. Okay. Vielen Dank auch an Tracy Chapman für einen neuen Anfang. Aha. Neuen Anfang sozusagen. Das heißt, ja, der Neuanfang quasi nach Tiberium-Konflikt, glaube ich, ja. Puh, krass. Also ja, wie gesagt, also Cain ist jetzt alleiniger Herrscher über Europa mit der Bruderschaft von Nod. Und bei der Alliierten haben wir ja Stalin gekillt am Ende. Und da gibt's halt, kommt halt die Bruderschaft nicht vor. Glaube ich zumindest, ich bin mir nicht mehr genau sicher. Auf jeden Fall war das Ende
definitiv der Anfang von Tiberium-Konflikt. Genau, was ich auch ja, in naher oder ferner Zukunft auch irgendwann mal spielen werde. Definitiv. Aber jetzt komme ich erstmal zu meinem Fazit von diesem Teil. Command & Conquer Alarmstufe Rot 1, richtig geil. Erstes Echtzeit-Strategiespiel, was ich jemals gespielt habe. Neben Dune 2000. Und ja, Freunde, wir haben es geschafft. Wir haben beide Kampagnen durch. Es gibt ja noch die Ameisen-Kampagne bei Command & Conquer. Die werde ich definitiv noch nachholen. Also dann mit einem neuen Spiel. Und ja, die wird auch sehr interessant werden. Die werde ich definitiv noch in den nächsten Monaten nachholen. Die Ameisen-Kampagne. Genau, Freunde, die Ameisen... Ich probiere mal, ob das geht. Ob das... Ja, hier wäre jetzt die Ameisen-Kampagne. So, wenn ich, indem ich die Shift-Taste und hier diesen Dings da gedrückt halten würde. Aber Freunde, das mache ich nicht. Mache ich jetzt doch nicht. Ich möchte erstmal ein anderes Spiel spielen und dann danach, nach dem Gewinner von meinem Voting, wo ihr auch noch nach wie vor noch abstimmen könnt, werde ich die Ameisen-Kampagne machen. So. So, Freunde, ja. Sehr geiles Spiel. Jetzt haben wir aber auch erstmal genug gelabert. Ja, freut mich. Vielen Dank, dass ihr alle zugeschaut habt bis zum Ende. Command & Conquer Alarmstufe Rot 1. Und ja, hat sich sehr gelohnt, das Spiel. Und ja, ich würde mich mal von hier verabschieden. Und euch grüßen. Und ja. Was wollte ich noch sagen? Ja, eigentlich nichts mehr. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend oder schönen Tag. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim Gewinnerspiel von meinem aktuellen Voting, was aktuell ja Dune 2000 ist. Also, tschüss, tschüss.